Guten Abend und recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Chiller Report auf Chiller TV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in einem Monat jährt sich der Genozid an den Jesiden in Shingal zum 7. Mal. Wir haben uns hier in unserer Sendung, aber auch auf dem Sender schon des Öfteren mit dem Thema Genozid, Feminizid, Völkermorde beschäftigt. Wir berichten regelmäßig über die Jesiden in Shingal, die Jesiden in der Diaspora, die Arbeiten, die dazu gemacht werden, Aufklärungsarbeiten, die juristische Aufarbeitung werden hier auch beobachtet. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir als jesidisch-kurdischer Sender nicht nur über uns sprechen wollen, sondern auch über den Tellerrand hinaus schauen und uns auch die Kämpfe anderer Völker, die auch Genozid erleiden mussten, aber vielleicht auch an Unterdrückung und Vertreibung leiden, dass wir uns das halt auch immer anschauen und schauen, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wo können wir uns miteinander verbinden und vielleicht auch gemeinsam Widerstand leisten und auch gemeinsame Ziele verfolgen. Heute werden wir uns mit dem Thema das Abkommen zwischen Namibia und Deutschland bezüglich des Völkermordes an den Herero und Nama beschäftigen. Dazu haben wir uns eingeladen, einen Aktivisten, Israel Kanu-Tschicke, aus Berlin. Er ist selbst organisiert in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und im Bündnis Völkermord verjährt nicht und auch im Bündnis Berlin Postkolonial. Israel Kanu-Tschicke, herzlich willkommen zur Sendung. Okay, vielen Dank. Also ich bin hauptsächlich in der Bündnis Völkermord verjährt nicht. Mit der anderen Organisation arbeiten wir nur zusammen. Aber meine Hauptorganisation, mit der ich Mitglied bin, ist das Bündnis Völkermord verjährt nicht, aber nicht die Initiative Schwarze Deutsche Menschen. Okay. Herr Kaunetschicke, das Bündnis Völkermord verjährt nicht. Ich finde es sehr spannend, auch den Namen. Vielleicht können Sie einmal davon berichten, wozu Sie genau arbeiten? Bündnis Völkermord verjährt nicht. Es ist ein Bündnis, der hauptsächlich mit dem Völkermord, mit dem ersten 20. Jahrhundert Völkermord in damaliger Südwestafrika, heute Namibia. Davor war ich einfach nur als Herero-Aktivist in den 90er Jahren, als Aktivist in Deutschland, und dann haben wir den Bündnis Völkermord verjährt nicht gegründet und haben wir uns dann weltweit oder so auch in Deutschland, ganz Deutschland sind wir vernetzt, und dann geht das um die Völkermord in Südwestafrika, heutige Namibia. Vielleicht können wir uns noch mal Ihre Biografie anschauen. Sie sind selbst auch Herero, leben in Deutschland, haben aber auch in Namibia gelebt. Ja, ich bin in Namibia geboren und ich bin zu der Zeit geboren, als noch Apartheid in Namibia herrschte. Wie Sie wissen, es war erstmal Namibia war deutsche Kolonie bis 1915. Und danach, als Deutschland Erster Weltkrieg verloren hat, ist das übertragen worden an die Union Südafrika. Das heißt, Südafrika soll das Land führen und vorbereiten für Unabhängigkeit. Aber das haben die aber nicht gemacht. Stattdessen hat Südafrika das Apartheid-System eingeführt in Deutsch-Südwestafrika. Apartheid-System ist die Rassentrennungspolitik, ja, das heißt Rassentrennung. Und ich als kleiner Junge bin ich in dieses oppressive System aufgewachsen und war auch viel Widerstand in damaliger Südwestafrika, nicht Südwestafrika, unter das südafrikanische Regime. Und mit 17 Jahren 1964 habe ich mich angeschlossen an eine Befreiungsbewegung in Namibias, die SWANU, das heißt South West African National Union. Das war die erste politische
Befreiungsbewegung in Südwestafrika. Und ich musste das Land verlassen mit 17 Jahren. Und dann mit 17 Jahren bin ich über Botswana, Sambia bis Tansania geflüchtet. Also das heißt, ich war dann im Exil in Tansania. Tansania war der Stadt, wo die Afrikanische Union eine Komitee für Befreiungsafrika gegründet wurde. Und ich als Freiheitskämpfer war ich in Tansania. Und zu dieser Zeit kam man auch, 1964, kamen auch Politiker oder Großen wie Che Guevara, Malcolm X und so weiter und so fort. Und da war ich war auch trainiert in Ägypten, militärisch. Aber ich bin dann auch nicht ins Kampfgebiet gekommen. Dann unsere Partei hat uns dann wir haben dann Stipendium bekommen von der Arbeiterpartei Polen, damals Kommunistische Partei. Da bin ich auch in Polen ausgebildet. Und dann von Polen konnte ich natürlich nicht nach Südwestafrika, heutige Namibia, weil wir als Freiheitskämpfer, wir waren da auch gesucht, quasi, wir waren wie Terroristen, weil wir ausgebildet wurden. Aber weil mein Weg auch nicht nach Südwestafrika, heute Namibia, geführt habe, bin ich nach West-Berlin gekommen. Und in West-Berlin in den 70er Jahren habe ich dann politisches Asyl beantragt. Und das haben wir auch bekommen mit einer Gruppe von meinen Kameraden. Und dann sind wir anerkannt und wir waren dann in West-Berlin die ganze Zeit. Wir waren auch in West-Berlin auch aktiv in der Anti-Apartheid-Bewegung. Diese Anti-Apartheid-Bewegung hat immer propagiert, dass man keine Sachen aus Südafrika kaufen und Apartheid-Güter zu boykottieren. Und das war lange Zeit. Und 1989 ist Namibia unabhängig geworden. Und für mich war dann die Frage, was war dann für das Apartheid-System? Das war die Deutschen. Ja, so, das heißt, das war Deutsch-Südwestafrika nach der Berliner Konferenz. Das heißt, 1884 ist Afrika, haben die diese Afrika-Konferenz in Berlin. Afrika ist aufgeteilt worden wie ein Stück Kuchen und mein Land. Damals haben die genannt, Südwestafrika ist deutsche Kolonie geworden. Und diese Herrschaft gründete auf Betrug, Gewalt, Landenteignung, Ausbeutung und Rassismus, Zwangsarbeit und Vergewaltigung von Frauen, von der sogenannten Schutztruppen. Und das hat eine Weile gedauert. Und dann haben die Hereros, die fanden, dass ihr Lebensraum war auch bedroht. Und dann haben die Hereros also das heißt, einen Widerstand geleistet, um ihr Land zu befreien von der deutschen Kolonialmacht. Und das war natürlich, Deutschland war sehr gut bewaffnet, aber trotzdem haben die Hereros sich dagegen gewehrt, von 1904 bis 1908. Und dann kam ein General von Trotha, das war ein ganz brutaler General, der ist von Kaiser empfohlen worden. Ganz kurz, bevor wir darauf ankommen, vielleicht können wir noch mal, also es war jetzt gerade sehr viel von der Biografie, dann noch mal wieder 100 Jahre zurück. Aber damit wir so ein bisschen besseres Gefühl haben, weil ich denke, so wir sind hier in Europa und haben auch so eine sehr eurozentrische Sicht auf die Welt, wie sie schon meinten, wir nehmen ein Lineal und teilen einfach Länder ein, wie es uns gefällt oder wie die Rohstoffe gerade am besten zu uns passen. Aber vielleicht können wir uns doch mal ganz genau anschauen, wie war damals, und zwar bevor die Kolonialherren kamen, bevor Landnahme stattgefunden hat, wie war denn das Volk der Herero organisiert? Also
Wie haben Sie gelebt und wie hat sich das dann verändert, als dann die Kolonialmächte dort hingekommen sind? Also es war viel Völkerstadt damals, Südwestafrika sogenannt. Da waren die Namas, die Hereros, und die haben alle ihre autonomen Regierungen oder Regionen. Also die Hereros haben ihre eigenen Regionen, die Namas, Namaqualand-Region, und die Damaras und die San, das sind die Ureinwohner von Namibia. Und dieses Lebensraum ist durch diese Kolonialeroberung, durch die Schutztruppen zerstört worden. Und das war bedrohlich, weil die Deutschen kamen, haben das Land enteignet, die Hereros und Namas und die anderen Völker, die durften überhaupt nicht mehr besitzen. Das heißt, der Besitztum von Hereros und Namas sind einfach enteignet worden. Und dadurch ist dieser Krieg, dieser Widerstand entstanden. Also man sagt Herero-Aufstand 1904 bis 1908, das war kein Herero-Aufstand, das war ein Befreiungskrieg. Ja, und dadurch ist natürlich dann der Völkermord des 20. Jahrhunderts, dann nennen wir heute der Völkermord des 20. Jahrhunderts. Und das ist durch den Vernichtungsbefehl von Lothar von Trotha, der im Auftrag von Kaiser Wilhelm agiert hat und diese Befehle ausgeführt hat, der berühmte Vernichtungsbefehl, um alle Hereros und Namas auszulöschen. Und darum ist nach der UNO Begriff als Völkermord. Vielleicht können wir jetzt noch mal konkret uns anschauen, wenn wir von Völkermord sprechen, dann haben wir hier einmal so ein bisschen die Idee des Holocaust, der in Deutschland stattgefunden hat. Jetzt als Jesidin und als Kurdin habe ich immer so ein bisschen diese IS-Kämpfer in Schengal, die hingegangen sind und Menschen wahllos geköpft haben, vergewaltigt haben. Wie genau hat Deutschland quasi den Völkermord dort vorangetrieben? Der Völkermord ist so vorangetrieben worden, wie ich gesagt habe, dass man natürlich diese Auslöschung, das heißt, ein Volk auszulöschen, das hat natürlich Widerstand entgegengekommen. Und dann, das heißt, viele von Hereros und Namas, die sind auch in Konzentrationslager gekommen. Also die auch Gefangene genommen wurden, sind in Konzentrationslager gekommen. Das heißt, in Südwestafrika, in Deutsch-Südwestafrika damals, es war überall Konzentrationslager, wo Kinder, Frauen und was weiß ich alles eingesperrt wurde. Und dann auch dazu noch Zwangsarbeit. Und viele Hereros, also nicht viele, ein Teil von Hereros haben geschafft, weil die sind vertrieben worden durch die Omahekhe-Wüste, vertrieben worden. Und dann haben ein Teil von Hereros geschafft, in Botswanaland Asyl zu bekommen. Und wie ich gesagt, die nicht geschafft haben, die sind in Konzentrationslager gekommen. Aber in diese Konzentrationslager sind unheimlich viele wirklich makabre Sachen passiert. Zum Beispiel, die Menschen sind enthauptet worden und die Schädel mussten die Gefangene oder die Frauen das Kochen und abschärben, die Haut abschärben mit Glasscherben. Und diese Schädel sind nach Deutschland transportiert worden, hier im Auftrag von der KWI. Das ist der Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie in Dahlem. Und da haben die Versuche gemacht, diese Rassenlehre, Experimente gemacht, ob ein schwarzer Mensch oder sogenannte Mischlinge überhaupt intelligenter sind als die Weißen. Und das sind auch viele Schädel hier in Deutschland. Insgesamt sind ungefähr 80.000 Hereros und Namas ermordet wurde. 80% von Hereros damals sind ermordet
und 50% von den Namas. Und viele von diesen Schädel, Menschenreste, wie wir sagen, so Human Remains, die sind immer noch hier in Deutschland. Und seit 2011 haben wir 2011, 2014 und 2018 haben wir, sagen wir, circa 80 Schädel nach Hause überführt. Aber es gibt noch sehr viele Schädel hier in Deutschland. Also speziell auch von Hereros und Namas und auch andere Landsleute, die wir auch fordern, das alles zurückzugeben. Und das ist, wo wir heute noch sind. Und wir fordern auch von Deutschland Reparation und Anerkennung und Entschuldigung. Also vor allen Dingen 2015 hat die Bundesrepublik Deutschland den Völkermord gegen die Armenier auch anerkannt. Also und die sagen das nicht bindend. Ja, das gibt's immer Tricks dabei, ne? Und ich habe auch viele sagt man Beziehung oder Connections mit der armenischen Gemeinde auch in Köln. Ich möchte noch mal zurückkommen, weil was Sie da gerade angesprochen haben, ist ja auch schon, wenn wir ein Volk haben und von diesem Volk werden 80% der Menschen vernichtet, andere Prozentteile wahrscheinlich dann halt auch, wie Sie schon erzählten, in die Nachbarländer ja quasi fliehen mussten und auch ins Exil gehen muss. Ich habe noch mal die Frage, wie hat sich dieser Völkermord, wenn wir jetzt uns anschauen über die letzten 100 Jahre vielleicht, auf das Volk der Herero und seiner Nachkommen, sowohl die noch in Namibia als auch in den Nachbarländern oder dort, wo sie hinfliehen mussten, als auch wie Sie, der Sie ja jetzt hier in der Diaspora leben, in Deutschland. Wie hat sich das ausgewirkt in diesen 100 Jahren über die Generationen hinweg? Und was macht das mit einem Land, das, wie Sie beschrieben haben, mit einem Lineal gezeichnet wird und dessen ja eine Volksgruppe quasi aus dem ja quasi verschwindet? So wie sieht es da aus? Wenn man dein Land wegnimmt, dein Reichtum wegnimmt, Menschen ermorden, wie ich gesagt habe, der erste 20. Jahrhundert Völkermord, die Menschen sind traumatisiert. Heute noch. Und heute noch leben die Hereros und Namas und Damaras, es gibt noch andere ethnische Gruppen, die heute noch in der Armut leben, weil sie ihr Land ist damals enteignet worden, bis heute noch. Heute noch leben die deutschen Siedler, die Nachfahren von Deutschen, ja, die heute noch in Namibia, das macht 1% von der namibischen Bevölkerung, die besitzen heute 60 bis 70% des Farmland. Das heißt, Farmland in diese Gebiete, wo die Hereros und Namas gelebt haben, heute sind Besitz immer noch die deutsche Nachfahren. Und das sind Sachen, die wir auch heute noch fordern, dass man uns das wieder zurückgibt. Also ein Großteil von dieses Land wollen wir wieder zurückhaben, weil die vertriebenen Hereros, die heute in Botswana oder Südafrika oder Angola leben, die wollen irgendwann auch nach Hause. Aber wo sollen die dann ansiedeln, wenn die Deutschen noch dort sind und das Land besitzt? Und darum sind wir auch mit unserer Regierung nicht zufrieden. Wir haben eine unabhängige Stadt, wir haben eine namibische Republik, aber unsere Regierung sind einfach nicht recht hundertprozentig tätig in diese Frage von Land zurückzugeben an die ehemalige Besitzer, das heißt die Hereros und Namas und noch andere ethnische
Gruppen in heutigen Namibia. Und das ist ein Riesenproblem, weil jeder Mensch braucht sein Land, jeder Mensch braucht ein Stück Land, wo er Sachen kultiviert kann. Damals zum Beispiel hat die deutsche Siedler, zum Beispiel die Hereros, war Viehtreiber. Das war ein Volk, die mit Vieh gearbeitet haben. Und die sind damals, es ist alles weggenommen worden. Das heißt, die haben die Vieh von Hereros weggenommen und gesagt: Jetzt arbeitest du bei mir. Ich bin jetzt der Boss. Dein Vieh gehört mir. Dein Rinder gehört mir. Und das ist hier 117 Jahre bis jetzt. Es ist noch nicht erledigt. Und wir kämpfen für Gerechtigkeit, dass man das wiederherstellen, was man verloren hat, wieder zurückzubekommen. Und das ist jetzt nach 117 Jahren bis jetzt noch nicht passiert. Denn unser Land ist seit 30 Jahren unabhängig und trotzdem passiert jetzt noch nicht so viel. Und darum fordern wir Entschädigung von Deutschland und Entschuldigung, Anerkennung als Völkermord und Reparation und nicht irgendwelche Versöhnungspolitik oder Versöhnungsgäste und so weiter. Das interessiert uns nicht. Vielleicht können wir darauf noch mal später eingehen, aber Sie meinen jetzt, seit Namibia unabhängig ist, ist nicht viel passiert. Gab es dann auch in dem Staat selbst keine Aufarbeitung des Genozids? Also In der namibischen Stadt war, die haben, das ist, die haben eben keine Aufarbeitung. In Namibia war keine Aufarbeitung von dem Genozid, bis die betroffenen Völker sich damit gefordert hat, dass die Regierung muss endlich damit beschäftigen, weil und dann 2006 gab es die erste Resolution in dem namibischen Parlament, wo alle Parteien geeinigt haben, dass Deutschland muss mit der betroffenen Völker zusammensetzen und verhandeln über das Völkermord über den Völkermord zu diskutieren. Und das ist das Problem, die wir heute noch haben, weil seit 2015 nach der Anerkennung von der armenischen Völkermord, Deutschland und unsere Regierung angefangen zu verhandeln, ohne die betroffenen Völker, ohne die Hereros und Namas. Und das ist die Sache, die wir heute nicht akzeptieren, ja, weil die Hereros und Namas, die Mehrheit der Hereros und Namas vertreten, die Verbände, die waren nicht in diese Verhandlung einbezogen. Und das hat 6 Jahre gedauert, bis heute noch. Ich möchte noch mal einen kleinen Disclaimer machen. In unserem Ankündigungstext auf ANFR oder den wir immer versenden, um Werbung für die Sendung zu machen, haben wir von Reparationszahlungen gesprochen gehabt, was tatsächlich nicht der Fall ist. Das sind einfach nur eine gewisse Entschädigungssumme, die in Form von Entwicklungshilfen dann halt gezahlt werden. Aber wir werden da noch mal drauf ankommen. Ich möchte das nur noch mal für meine Zuschauer. Es tut uns leid, wir hatten genau da ein Definitionsproblem. Aber wenn wir jetzt konkret auf diesen Vertrag kommen, was genau steht denn da drin? In diesem Vertrag wird viele Wörter wie Reparation auch vermeiden. Das heißt, es geht jetzt hier nur um zum Beispiel um Versöhnung und Reparation. Es ist eine anstatt Reparation wird um, es geht um Wundeheilung, um Versöhnungsgäste. Das heißt, Deutschland sagt, die sind nicht verpflichtet, Reparation zu bezahlen, aber das ist nur als Gäste. Diese Reparation wird nur als Gäste, als Gäste an die namibische Regierung
Überwissen, sagen wir so genau. Und das ist, was wir ablehnen, weil wir sagen, diese 1,1 Milliarden Euro, was angeboten wird in dieses Verhandlungspapier, das werden wir nicht akzeptieren, weil erstmal wir akzeptieren das nicht, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die betroffenen Völker, die Hereros und Namas, sind ausgeschlossen in dieses Verhandlungsrunde. Die waren nicht dabei. Vor allem, was wir auch fordern, ist, dass die Hereros und Namas, die damals aber auch vertrieben wurden, die heute in Diaspora leben, zum Beispiel in Südafrika und Botswana, wie ich vorhin gesagt habe, oder USA und Angola, die waren auch nicht eingebunden. Und das geht überhaupt nicht, weil es gibt Resolutionen von der UNO von 2007, die auch sagt, dass die indigenen Völker soll direkt mit dem Täterregierung, in diesem Fall ist die Bundesrepublik Deutschland, die damals auch die Geschäft nach dem Zweiten Weltkrieg und Ersten Weltkrieg das übernommen haben, die soll direkt mit den indigenen Völkern verhandelt. Und das hat nicht stattgefunden. Und das ist, wo wir uns heute noch sagen, dieses Vertrag ist für uns null und nichtig und das können wir nicht mitmachen. Die muss von vorne wieder diskutiert werden oder verhandelt werden, nur mit den Hereros und Namas, die damals betroffen wurde. Sonst werden wir das nicht, oder die Verbände, auch die Oppositionsparteien in Namibia sind auch nicht zufrieden mit dieses zwischen die zwei Regierungen und irgendwelche kleine Gruppe von Hereros und Namas, die ausgesucht sind, einfach dabei zu sein. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil Sie das immer wieder jetzt betont haben, die Hereros und die Namas waren nicht in diesen Verhandlungen dabei. Sie wurden nicht gehört und auch nicht, Eingeladen auch. ja, also nicht angesprochen. Wer hat denn dann diesen ganzen Prozess dieser Verhandlungen initiiert und Forderungen dann aufgestellt? Von wem kamen denn diese ganzen Schritte, dass man sich in diese Verhandlungen dann begeben hat, wenn man dann jetzt quasi als Ergebnis hat, dass nur zwei Staaten miteinander irgendwie über die Köpfe der eigentlich Betroffenen dann verhandeln? Die Forderungen, die kamen immer von unserer Seite. Das heißt, die Forderungen kamen immer von Hereros und Namas und von Solidaritätsverbänden auch in Europa und in den USA und so weiter, dass wir auch den Druck gemacht haben, auch im namibischen Parlament, eine Herero-Chief, Ruiwako, der ist auch nicht unter uns, der hat das 2016 diesen Entwurf in das namibische Parlament gebracht, gesagt, Deutschland muss die Verantwortung tragen, Deutschland muss entschuldigen, Deutschland muss erkennen, dass es Völkermord war, Deutschland muss Reparationen bezahlen. Das kam 2006 von der Herero Chief Ruiwako. Und das ist der Druck. Und dann natürlich ist die namibische Regierung soll einfach nur als Mediator dabei sein, als dritte Partei, aber nicht als der Hauptpartei, Verhandlungspartner von der Genozid. Und das hat die namibische Regierung, also die deutsche Regierung, auf die namibische Regierung mehr Druck gemacht. Die deutsche Regierung hat gesagt, wir verhandeln nur mit der Regierung. Und das ist total falsch, weil die namibische Regierung auch angewiesen an die sogenannte Entwicklungshilfe, die gar kein Land in Afrika braucht, weil Entwicklungshilfe macht nur abhängig und dann bist du nur eine Diener von europäischen Ländern. Und das haben wir abgelehnt. Wir haben gesagt, weil das sind Resolutionen von der UNO, die muss man einfach respektieren. Diese zwei Regierungen haben diese Resolutionen unterschrieben von 2007. Das
Igenenvölker, das heißt, die Igenenvölker sind die Hereros und Namas. Die müssen am Tisch mit der deutschen Regierung direkt verhandeln und die namibische Regierung als Mediator, weil die auch als Regierung, ja. Und da hakt jetzt diese ganze Geschichte. Bis jetzt hat noch kein Mensch dieses Papier unterschrieben. Vielleicht werden die heimlich unterschrieben und dann gibt es aber Probleme, wenn die das heimlich unterschreiben. Ja, weil Steinmeier und oder Maas soll nach Namibia kurz danach nach Namibia fliegen, aber es ist noch nicht passiert, weil auch der Druck von der Opposition ist sehr stark und den Druck von Hereros und in Windhoek, also in Namibia, sehr stark ist. Also das heißt, es gibt einen großen Widerstand in Namibia. Und dann außerdem, vor ein paar Wochen leider haben wir unsere Schiff, der Paramount-Schiff Rukoro, der Schiff der Hereros, ist auch verstorben an Covid, jetzt vor 2 Wochen. Und auch der Verhandlungspartner von Deutschland, Dr. Zedka Wiry, der ist auch tot durch Covid. So die Situation zurzeit ist total sehr, sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie das weitergeht, vor allen Dingen von der Seite der Regierung und Namibia, ob jemand dahin fliegt und unterschreibt. Aber das glaube ich bis jetzt noch nicht, weil kein Mensch wird im Parlament. Die Oppositionsparteien haben gesagt, wenn Herr Steinmeier oder Herrn Maas kommt, wir gehen aus diesem Parlament raus. Da könnt ihr alleine irgendwo da sich unterhalten oder kein. Ja. Aber es ist zurzeit ist sehr schwierig, weil es der Covid-19 dominiert jetzt zurzeit in Namibia. Die Leute sterben jetzt in Namibia. So ein Land von 2,5 Millionen Menschen, Einwohner. Das ist eigentlich auch ein Skandal. Aber jetzt ist so, dass Deutschland hat jetzt Medikamente. Heute sind die Namibia gelandet, auch Impfstoffe nach Namibia mit der russischen Maschine fliegen lassen, mit der Antonov so und so. Ich meine, man kritisiert Putin auch, der ist auch eine Diktatur und trotzdem kann man sehen, wie die zusammenarbeiten, alle zusammen. Ne? Ja, und heute ist der Antonov, der große Cargo-Flugzeug der Welt, haben heute Medikamente nach Namibia geflogen, also sind heute gelandet in Namibia. Und darum wissen wir überhaupt nicht, welchen Druck jetzt Deutschland macht, zu sagen, ja, guck mal hier, wir helfen euch, wir geben euch jetzt Medikamente, unterschreibt das. Es kann auch eine Erpressungsmethode sein. Wir wissen das nicht. Ich habe jetzt noch eine Bitte? Frage. Also sollte dieser Vertrag zustande kommen und tatsächlich unterschrieben werden, gibt es da eine Klausel, wo dann auch die Nachkommen der Herero, die nicht in Namibia leben, dass auch sie dann die Entschädigung bekommen oder dass auch sie von diesen Verhandlungen auf irgendeine Art und Weise profitieren können, vor allen Dingen jene, die vielleicht in den Grenzgebieten zu anderen Ländern im Exil oder in der Diaspora dann halt leben. In der Diaspora haben das Recht, auch einbezogen zu werden. Das ist für uns ganz klar. Und darum lehnen wir dieses Vertrag ab. Wir werden diesen Vertrag nicht akzeptieren. Also das heißt, die Verbände der Hereros und Namas in Namibia oder im Exil oder in Diaspora, wir werden die Hereros und Namas, es ist egal, ob Deutschland das unterschreibt oder gemeinsam mit der namibischen Regierung, die Hereros und Namas, die werden das nicht akzeptieren, solange man auch, wie gesagt, direkt mit dem verhandelt. Und zweiter Punkt, dass man auch die Hereros in Botswana, das sind fast über 100.000 Menschen, die damals vertrieben wurden von den deutschen Schutztruppen, die leben in Südafrika und Botswana, wie ich gesagt habe, die muss man einbinden, sonst gibt es ein Theater, sonst geht nichts. Sonst wird ein Problem geben in Namibia. Das muss die deutsche Regierung auch wissen. Wir wollen das nicht destabilisieren. Aber es wird Probleme geben. Auf keinen Fall, werden
wenn wir einfach so nehmen, wir werden das nicht, die Hereros und Namas, die werden das nicht akzeptieren. Und die wissen genau, was dann da in Namibia passiert. Es kann nicht gut gehen. Ja, und das ist ein Problem. Wir wissen gar nicht, was sie jetzt heimlich machen, aber zurzeit haben wir Covid. Zurzeit passiert nicht viel in Namibia. Zurzeit das Parlament ist auch, hat auch Pause, auch in Deutschland. Der Bundestag ist auch nicht tätig zurzeit. Und darum weiß man alles nicht, vielleicht, wenn die heimlich was unterschreiben. Aber das wäre dann Skandal, wenn man irgendwas heimlich unterschreibt. Das ist ein Skandal für Deutschland und für unsere korrupte Regierung in Namibia. Ja, für Deutschland ist es wahrscheinlich dann halt auch so ein, okay, ich habe es jetzt unterschrieben und somit ist fertig. Wir brauchen nicht mehr darüber zu diskutieren. Ja, die So haben würden Sie aber das Probleme. dann auch so interpretieren? Die kriegen aber Probleme in Namibia. Unser Land ist in Namibia, nicht in Deutschland. Deutschland kann nicht über uns wie sagt man, entscheiden. Über uns, über unsere Schicksale, von Hereros und Namas, 80.000 Hereros, zusammen 100.000 Hereros und Namas sind ermordet wurde und dann bestimmt in Deutschland nochmal. Das ist Neukolonialismuspolitik und das kann kein Mensch akzeptieren. Also wir wissen auch, wie wir uns helfen können. Also das ist, wir wissen, Widerstand, es wird Widerstand geben. Es war 115 Jahre her, und es wird nicht so einfach, weil die jungen Menschen in Namibia, die Hereros und Namas, junge Verbände, die sind total radikalisiert und die haben keine Geduld wie wir, die älteren Menschen. In Namibia, die jungen Organisationen von Namas, die arbeiten eng und ganz eng zusammen und die wird das hundertprozentig nicht zulassen. Das kann Deutschland machen oder wie sie wollen, aber das wird die Hereros junge Verbände oder die Herero und Nama Verbände, die betroffenen Verbände davon damals, die werden das überhaupt nicht so lassen. Zurzeit ist viel Organisationen, zurzeit passiert sehr viel in Namibia. Die Jungen, die schlafen nicht, die planen. Und dann Deutschland ist hier, Namibia ist da, unser Land ist in Namibia. Und wir haben andere Möglichkeiten, auch das Land wieder zurückzubekommen. Das wird nicht so einfach. Einfach was unterschreiben ist ein Papier, da kann man auch in eine Mülltonne werfen und dann ist für uns ist erledigt. Interessiert uns dieses Papier nicht. Das ist tatsächlich interessant, weil wir sehen diese gleiche Argumentation, auch wenn wir über den Genozid an den Jesiden sprechen, dass dann immer wieder Argumente kommen von wegen, ja, es gibt keine Verhandlungspartner, wir können nur mit Staaten verhandeln und mit wem sollen wir denn sprechen und es ist keine anerkannte Gemeinschaft oder so oder auch keine Autonomie irgendwie vorhanden und wir können mit euch nicht verhandeln, daher fühlen wir uns auf irgendeine Weise auch nicht verantwortlich. Und Es gibt immer, das zeigt ja. halt immer, wie man versucht, sich durch solche juristischen Tricks irgendwie immer wieder aus der Verantwortung zu ziehen. Ja, das ist das Problem. Es gibt Kurdengebiete, befreite Kurdengebiete autonom. Mit dem kann man auch verhandeln. Ja, in Kurdistan. Es gibt. Du kannst mir ja nicht erzählen, die Kurden haben diese IS fertig gemacht. Und dann sind die verraten worden von Amerikanern. Ja, und das geht einfach nicht, dass man Millionen von Menschen, von Kurden und Jesiden oder Kurden zum Beispiel, dass sie gar kein Land haben. Ja, wo gibt es dann sowas? Millionen von Menschen, die haben gar kein Land. Das stimmt was nicht. Das ist Kulturgenozid, was stattfindet da. Auf Das jeden ist Fall, auf jeden Fall. Kulturgenozid. Und das kann man nicht zulassen. Wozu haben wir überhaupt die UNO? Die muss man dann vielleicht auslösen. Oder was weiß ich, die UNO darf vielleicht. Das sind auch so viele Diktaturen, auch in der UNO und Veto und der und die Amerikaner bestimmen, die Russen bestimmen. Wenn irgendwas ist, dann heben die ihre Hand und dann kommt keine Resolution mehr durch. Und das ist für mich keine Demokratie oder. Ich glaube sowieso nicht so viel an dieses Wort Demokratie. Es ist ein bisschen komisch. Aber man muss
sich organisieren und Widerstand leisten. Das Das ist tatsächlich schön, dass Sie das sagen. Ich wollte da noch mal einmal einhaken. Also wir kommen zum Ende der Sendung, aber jetzt haben Sie immer wieder gesagt, wir akzeptieren das nicht, wir können das nicht akzeptieren, weder hier in der Diaspora noch dort in der Diaspora noch in Namibia selbst als Hereros, dass Entscheidungen über unsere Köpfe hinweg getroffen werden. Und wir werden quasi alles tun, dass dieser Vertrag eben nicht unterschrieben wird und wir die Verantwortlichen nicht aus der Verantwortung entlassen. Was sind denn jetzt noch konkrete Schritte und die jetzt noch folgen werden seitens Ihnen als Aktivist oder Menschen, die eben auf so einer Ebene halt arbeiten? Und welche konkreten Forderungen stellt man? Oder stellen Sie sowohl Namibia, der Regierung in Namibia, als auch der Bundesregierung hier? Wir fordern einfach ein direktes Gespräch mit der, wie sagt man, mit der betroffenen Völker, und das ist die Hereros und Namas. Mehr ist nichts. Unsere Forderungen sind ganz klar, und die Regierung weiß, die wissen das auch genau. Und wir werden das auch nicht akzeptieren. Wir sind auch bereit, das zu verhandeln. Die Verhandlungen, man muss von vorne an anfangen, weil das war hier ein richtiger Verrat. Das war keine richtige. Diese Forderungen sind nicht erfüllt worden. Das ist hier Entwicklungshilfeprojekten, und wir wollen keine Entwicklungshilfe. Wir wollen Reparation haben von das, was wir verloren haben für unsere Hereros, die vertrieben sind, die in Südafrika und Botswana. Die haben auch Mitrecht mitzureden. Und sonst wird von niemandem akzeptiert. Die Leute sind einfach sauer in die Hereros in Namibia, in Namibia heute. Das geht nicht. Also nicht über unsere Köpfe. Wir können keinen Neokolonialismus mehr erlauben. Die Menschen haben genug gelitten, die leiden noch, die leben immer noch in Armut. Und dann, man fordert auch nur diese korrupte Regierungen in Afrika, auch bei uns. Das sind für mich nur Beamten, die für Europa arbeiten. Die vertreten nicht die Interesse des Volkes. Ja, das ist das Problem. Das sind alle nur Beamten, die sind angestellt. Für mich, die sind angestellt von EU. Und nicht, die vertreten nicht Interesse der Bevölkerung. Das ist das Problem, die wir haben in Afrika, auch im Allgemeinen. Das sind nur korrupte, alte Menschen, die da Präsidenten sind und nichts tun. Wir haben nur Armut, Armut, Armut. Und wir sind auch ein reiches Land. Aber wo geht diese ganze Bodenschätze? Nach Europa. Und die Menschen haben nichts. Und das kann man auf die Dauer, es ist egal wo, auf die Dauer wird die Bevölkerung überall Widerstand leisten und Widerstand leisten, bis man alles befreit hat von dieser ganzen neokolonialistische Politik von Europa oder von anderen Ländern. Das kann man nicht, das kann man, wir haben gelernt, auch Widerstand zu leisten. Und das werden wir auch schaffen. Widerstand und vielleicht auch gemeinsam irgendwie sich gegenseitig Solidarität Wir müssen alle zeigen. Solidarität, internationale Solidarität ist sehr wichtig, dass man alle Kräfte, die unter Druck sind, von Völkermord, ob die Jesiden oder Kurden und in andere Länder oder in China und was weiß ich, wir müssen versuchen zu solidarisieren, und dann schaffen wir das auch. Solidarität ist alles. Das ist hier nur Marionetten, die hier rumtanzen, und die kann man die Beine kürzer schneiden. Israel Kalinitschke vom Bündnis Völkermord verjährt nicht. Ganz lieben Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, an unserer Sendung teilzunehmen. Okay, ich bedanke mich auch, und Solidarität mit allen Völkern, die unter Druck sind. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich finde, das sind zwei sehr schöne Worte: Widerstand und Solidarität. Gegen die Ungerechtigkeiten von herrschenden und kontrollierenden Mächten kommt man alleine nicht an. Und man muss immer wieder und
wenn es 100 Jahre dauert, 100 Jahre lang dann Widerstand leisten und eben für die Anerkennung und von Gräueltaten, von Genoziden, von Landnahme kämpfen. Und vor allen Dingen jetzt hier als Jeside, in Anbetracht der Tatsache, dass in einem Monat sich der Völkermord an den Jesiden jährt, kann ich nur sagen, leistet Widerstand, stellt Forderungen für Gerechtigkeit, vor allen Dingen für jene, die noch immer in Schengen leben und denen es nicht so gut geht. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend.